Moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Krischi ist natürlich immer noch mit dabei. Jawohl, und Sascha. Hallihallo. Und ich gehe jetzt tatsächlich mal rüber zu dieser Halbinsel hier. Die Frage ist, warum will ich hier rüber schwimmen, wenn es eine Halbinsel ist? Rein theoretisch müsste ich sie auch von irgendwo betreten können. Aber das wäre ja zu kompliziert. Andere Frage ist, ob es sinnvoll ist, die Insel von dieser Seite zu betreten. Auch das werden wir jetzt gleich herausfinden. Richtig. So. Da wollen wir uns mal umgucken. Erstmal nach oben. Aber auf der kleinen Insel scheint nicht wirklich was zu sein. Nein. Und hier haben wir erstmal direkt eine Truhe. Das nehmen wir doch gerne. Zwei Truhen. Nehmen wir. Ein goldener Rubin. Sagen wir nicht nein zu. Und hier ein schönes Schwert drin. Noch ein goldener Rubin. Sag ich auch nicht nein zu. 600 Rubine ist geil. Ja, das ist Krog. Scheint so ein kleines Krogrätsel zu sein, ja. Naja, Rätsel. Den Schrein sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Oh. Ja komm, wir wollen noch neuen farmen. Wir brauchen einen neuen Horner. Das ist aber ein dunkler. Ja, schaffst du. Du wolltest einen schwereren haben. Das war eventuell nicht so hundertprozentig ernst gemeint. Was? Mach mal ein Foto, wenn das ein dunkler ist. Guck mal, ein blauer. Ach, 3000! Nee, ja, Meister Schimmer. Oh ja, und du hast Blitz. Geh mal auf den Keks, Alter. Ja, ist richtig. Ist dann ihn mit unserem Blitz? Ja, ich glaube ja nicht. Komm! Junge! Den schaffst du! Ich hab magnetische Dinger dran. Dann leg die kurz ab. Hä? Guck mal, wenn du in Nahkampf gehst, hat er kein Elektro mehr. Ja, ich komme vielleicht gleich nochmal wieder. Hier war irgendein Gebäude auf der Insel, das ich gerne erforschen wollte. Und ich habe das arge Gefühl, wenn ich sterbe, werde ich nicht auf dieser Insel gespawnt. Doch, der hat unten gespeichert. Okay. Aber du kannst Boah, natürlich auch jetzt Gebäude? Einmal speichern. Du lebst ja doch noch. Ah, hinten ist das Gebäude. Weil nee, ist nicht nur nee warte mal, das ist eine andere Insel, ja. Nevermind. Ach, guck mal, guck. Ja. Dann nehmen wir doch erstmal mit. Wie, du gehst wieder die Steilküste runter. Ah, du bist auch ein Arschloch. Ja, komm, nevermind. Ja, hi. Sehr schön. Hade. Ich bin der Meinung, ich habe irgendein Gebäude auf dieser Insel gesehen gehabt. War das nicht das, wo wir am Anfang waren? Das meinst du nicht, ne? Nee. Alter, aber Leute, 3000 Leben, ey, das ist ja der Scheiß. Was hatte der letzte 2000, ne? 2000, ja. Der war halt schon heavy. Komm, das Drittel mehr, was der hat. Wohl eher die 50%. Ja. Junge, stell dich mal nicht so an. Jetzt hat er wieder gut reden, ja, der Dude, ey. Ja, ich muss aber die nächsten 20 Minuten mich noch nicht damit rumfragen. Ich erkunde diese Insel noch weitere 20 Minuten, dann bleibt das für dich. Ja, vielen Dank. Das Schleichglöckchen, das interessiert mich jetzt nicht. Ich glaube, die drei Inseln müssten die sein, wo wir schon waren, ne? Sind das nicht die drei Fliegenden da? Ja, vermutlich. Okay, das Spiel speichert. Und dann hatte ich mich aber doch verguckt. Hier ist kein Haus. Dreh dich mal um. Guck mal zum Wasser. Oh, so einer schon wieder. Gleich.
sieht schon mega geil aus. Ja. Aber ich nehme mal ganz stark an, zu der Insel da hinten wird man nicht mehr fahren können. Guck mal auf die Karte. Nee. Ja, willst du den Hinox machen? Ja, ich überlege gerade. Hinox ging ja echt durch. Ich meine, ich habe sogar im Dunkeln geschafft. Und da droppt ein paar Dinge. Ah, ich denke, den kann man sich mal gönnen. Das Ärgerliche ist. Warte eine Sekunde. Ich weiß nicht, ob das vom Schaden abhängig ist. So, der Kampf war noch gar nicht getriggert. Ja. Fürchte leider auch. Okay, du hast. Okay. Ah, doch, doch. Okay, schon Half-Life. Du hast Bein schon, das finde ich unfair. Ich kann dir nicht, ich kann ihm nicht an die Beine hauen. Warte mal eine Sekunde. Die würde ich mal gerne loswerden. Mignon, das war sehr klug. Auf jeden Fall eine glitzernde Axt im Hals. Droppt ein paar Waffen gleich. Boah, du bist ja ein Arschloch. Der ist so clever und schützt sein Auge. Ja. Nicht zu gierig werden. Nee, nee. Mann! Ach so. Ja. Fast getroffen. Das wäre ein Moment gewesen, um aufs Auge zu schießen. Ja. Das war die Hinox. Batz, Junge. Das Gute ist, der gibt immer eine ganze Menge zu futtern. Ja. Eine Röstkarte. Und ein bisschen was zu essen auch. Was überlegst du? Das Gute am Hinox ist, der gibt immer ordentlich was zu futtern. Ja, und ein bisschen was zu essen auch. Achso, ich dachte Waffen als Material. Also, ja. Oh, egal. Wanderritter Hillebarde. Oh, ein geiler Bogen scheinbar. Der Königsbogen. Das ist gut. Der klingt echt nicht so verkehrt. 38 Damage, jo. Den nehmen wir. Und das Königsschwert? Ja. Wunderbar. Alles klar. Wo komme ich her? Ich habe den Überblick im Kampf verloren. Da, genau. Ja. Aber gegen den neuen werde ich jetzt doch nicht kämpfen, da ich erstmal für 12 Minuten wieder meine Fähigkeit nicht mehr habe. Ja, das stimmt. Das würde ich dann auch nicht machen. Mal wieder so eine Grobprüfung. Nur eine? Weiß ich nicht. Wir sollten mal ein paar Pfeile kaufen. Ja, boah. Das ist tatsächlich nur einer. Das war's wert. Tja, sonst porte dich doch einfach irgendwo hin, wo du gleich weiter erkunden möchtest. Und wir merken uns hier die Stelle mit dem. Markier mal auf der Karte einfach. Gegner, Totenkopf oder sowas. Hier unten war der. Ja, reicht doch. Ist doch gut. Da hinten ist noch ein Mob-Spawn. Da oben drauf ist es eigentlich, glaube ich, oder? Das ist einfach. Andererseits ist ein Grasweg hoch. Ja. Was ist das da oben? Ist das das Hateno-Institut? Ich glaube. Das sieht so groß aus. Ah. Guck mal rüber. Ja, ja. Nee, das ist der. Der Titan. Stimmt. Hat er recht?
Wäre Zelda für den PC erschienen, hätte man das erkannt. Oh ne, hier oben ist nichts. So, das eine Lager interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Das muss ich jetzt nicht unbedingt looten. Das war da links? Der Felsen da? Auch nichts Interessantes, ne? Nö. Ja gut, dann lassen wir das erstmal sein. Guck mal, da die Horonbucht. Haben wir die schon erkundet? Was? Das ist ja quasi das Ding hier vorne vor unserer Nase. Das Gebilde hier unten sieht tatsächlich ein bisschen interessant aus. Da können wir tatsächlich nochmal hingucken. Ne? Steht da rechts jemand, oder? Oh, Mob. Nehme ich mal ganz stark an. Mob. Nee. So einer wieder. Hier unten haben wir nur ein paar Krabben. Ja, ich glaube, wenn du mit dem redest, dann kannst du hier auch ein Dings freischalten, wahrscheinlich ein Schrein. Ist wahrscheinlich, ja. Ganze Rätsel irgendwas mit Luft zu tun. Quatsch doch mal mit ihm, dann erfahren wir mehr. Ja. Moment, wo stand er? Wo stand ich hier hinten? Da hinten, genau. Beim Baum. Bleib es wieder. Dann wirst du hier wahrscheinlich gleich eine Kugel finden, ne? Ja, vermutlich. Man muss die irgendwie über den Luftstrom. Ja. Da reinbuxieren. Den machst du mal. Na sowas. Ich habe nicht gerechnet, dich hier zu treffen. Alles gut. Ah, du warst das. Mittlerweile sollte ich wohl nicht mehr überrascht sein, dir an einem Ort wie diesem zu begegnen. Auch in dieser Gegend wird hier ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und? Möchtest du das Lied dieser Region hören? Mit Vergnügen legen wir los. Die Felsen sind zerbrochen entzwei, der Wind ist gezähmt und doch frei. Im Land der nimmermüden Winde, breite vom König gewährte Schwingen und setze den Fuß auf Landgeschwinge und die Heldenprüfung soll gelingen. Alles klar, ich habe fast eine Ahnung, was ich machen soll. Ja. Was sind die vom König gewährten Schwingen? Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Guck mal, da ist noch ein Felsen. Ja, genau. Hinten drin ist auch noch einer, habe ich auch schon gesehen. Ja. Soll ich da rankommen? Schön. Sehr gut. Oh, Erze. Jo. Ich habe voll die geile Geschäftsidee. Wir sammeln ganz viele Krabben und machen Krabbenburger-Geschäft auf. Nennen wir Krusty Krab. Was hältst du davon? Ja, komm. Kein Sinn für Geschäfte, dieser Junge. An die Stelle ranzukommen wird gar nicht mal so simpel. Ja. Oh, reicht aber. Läuft. Wir haben
irgendwas getriggert, was wir triggern sollten, aber ich weiß nicht, was es bringt. Muss ja irgendwo noch eine Kugel geben dazu. Sammel die Fische mal mit ein, wenn du kannst, ein bisschen. Weil wir brauchen ja noch die Hyrule-Barsche. Okay, das ist keine Hyrule-Barsche. Da hinten ist noch eine zweite Insel, vielleicht ist da noch eine Kugel oder sowas. Da war es ja so viel, das wird gleich auf dich schießen. Mhm. Alles cool. Also viele davon. Mama! Und sonst ist hier nichts, ne? Halt nicht so. Aber. Ja, ist ja gut jetzt. Gib mir nicht auch einen Keks hier. Ja, ist gut. Wenn du selber dich mal gleiten lässt? Ja, genau. Das war jetzt meine Idee. Sind überhaupt nichts. Schon welche cleveren Ideen? Fliegt mal weiter. Ja, den habe ich gar nicht gesehen, sehr gut. Gar keine Kugel abgelegt werden. Nee. Ich glaube, ich muss nur komplett von einem Start zum nächsten hingleiten. Ich spring mal rein. Reicht das schon? Ja, ich weiß nicht, ist hier der Start? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Die Frage, haben wir überhaupt genug Ausdauer dafür? Ja. Sache. Nice. Ja, easy. Alles klar. Jetzt wahrscheinlich gleich alle kaputt machen müssen, ne? Vermutlich nicht. Gut, aber wer sollte das ahnen? Richtig. So, wenn das eine Heldenprüfung ist, dann erwarte ich jetzt mal eine geile Belohnung hier. Thema des Windes geschafft. Der Shiyota-Schrein. Gefühlt hatten wir den schon mal. Hatten wir nicht den Shigema oder so? Ich weiß es nicht. Shisha Shung Shang Shai. Ist das eine Schreinerei? Mann, was habe ich da gereimt? Feuergroßschwert. Ja. Tut aber können. 38 Damage und halt Feuer. Oh, dann leg mal was weg. Oh, ich überlege gerade, was. Leg das mal ab, dann können wir ein Foto machen. Der immer mit seinem Fotos. Ja, ne? Bin gut. Nee, du bist nervig. Ich weiß. Sprengst in die Luft, genau.
Ich habe das Feuergroßschwert ist schon eine recht mächtige Waffe. Warum soll das jetzt so viel besser sein als ein Eisgroßschwert? Weil die mehr Damage macht. Die 8 Damage mehr. Ja, und wenn Gegner brennen, ist er halt abgelenkter. Wenn sie eingefroren sind, können sie sich überhaupt nicht mehr bewegen. Das ist richtig. Stell dir vor, du haust damit auf den Baum, dann hast du ja gleich gegrillte Holzscheitel. Das bringt's. Ne? So, wo will ich ihn als nächstes hin? Als nächstes muss Krischi ja weiter. Ich kann mich fast entscheiden. Für das südliche Gebiet da? Jo. Mal abchecken. Ich hätte gesagt, wir gehen nochmal zu den Gerudos und holen uns den geilen Feuerhelm. Ja, dann solltest du aber zu den Goronen gehen. Meine ich ja. Goron, Gerudos, alles das Gleiche. Aber wozu willst du denn jetzt? Der hat drei Rüstungen. Momentan bringt uns nichts. Das ist richtig. Weil wir dafür extra so viele Rubine gesammelt haben. Und jetzt haben wir sie. Und jetzt machen wir nichts damit. Jetzt können wir auch noch 900 weitere Rubine sammeln und dann können wir für 5000 Rubine die Quest abschließen in Hateno für unser Haus. Stimmt. Von dem ich immer noch nicht weiß, was es uns bringt. Richtig viel, Junge. Mega. Tja, wo ist denn der Turm? Ja. Keine Ahnung. Da starten wir in die Richtung. Okay. Ist das auch die richtige Richtung? Es ist nach Süden. Ich kann nämlich nicht mehr bläsen, im Gegensatz zu dir scheinbar. Tag. Und ich will endlich den Gegnertyp finden, damit wir unser Reckengewand aufrüsten können. Kann doch nicht sein, dass wir den immer noch nicht gefunden haben. Ach komm, dein Ernst jetzt. Leider. Ja. Ich bin schon immer noch im Gebiet. Ja. Das sieht ein bisschen freundlicher aus. Großer Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Das haben wir gerne. Das war auch so nur ganz wenig Geld. Trotzdem wüsste ich eigentlich ganz gerne, wo hier der Turm ist. Okay, also die Gegner sind in dem Gebiet nicht ganz... Ja, mach's im Wasser, natürlich. So, okay, ich habe gedacht, du würdest dich selber mitdrillen, tatsächlich. Oh, roter Hinox. Jo. Der müsste aber sogar noch leichter sein als ein blauer. Rot ist eigentlich immer die erste Stufe und dann kommt blau. Ja komm, dann hau ich noch schnell kaputt in der Folge und dann... Hallo? Na gut. Kannst du halt deine Superattacke... Guck mal, der hat wieder so eine rote Kugel. Heißt, hier wird irgendwo ein Schrein sein. Nice. Voll gespawnt ist, ey. Guck mal, der hat sogar nur warme, also rohe Früchte. Wie lame ist das denn? So. Siehst du eventuell irgendwo die Anlagefläche für die Kugel? Noch nicht. Hey. Ich kann mir fast vorstellen, da oben drauf. Oder? Können wir mal gucken gehen, ne? Jo, hi.
Achtung. Na, bleib sie hier. Ja, lauf mal hoch. Hoch ist glaube ich. Ja, aber hier sieht der Weg nach oben aus. Hier sieht der Weg nach oben aus. Weißt du Bescheid? Ich dachte, krass, krasse Deutsch. The Kugel, Kentucky, Kentucky Fried Chicken and the Kugel. Auf jeden Fall. Wobei ich glaube, dass da oben Mobs sind. Nee, doch nicht. Oh, hier brauchen wir wohl ein paar mehr Kugeln. Liest du mal die Instruktion durch? Die uralten Kugeln, welche die Riesen des Thermebergs hüten, öffnen den Weg zur Heldenprüfung. Ja, okay. Heißt, wir dürfen drei Hinox suchen, schnetzeln. Ich nehme mal ganz stark an, dass da unten direkt der nächste sein wird. Ja. Aber das, liebe Leute, wird der Kirche in der nächsten Folge machen und ich nehme an, da hindurch ist der letzte. Genau. Freunde, ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Ciao.